Wow, wie viele. Stopp, Baum. Baum, Baum, Baum. Und da sind wir auch schon. Im Heimatstädtchen aller Roboter auf der ganzen, ganzen Welt. Ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht mal hier meine Powerrüstung. Die sind ja alle freundlich. Und gleich um die Ecke steht auch schon einer. Mal gucken, ob ich die noch zumindest wegsnipern kann. Oder ob meine Waffen im Allgemeinen so weit runter gedowngradet worden sind, dass ich nicht mal hier diese friedlichen Roboter platt machen kann. Ne, hier war schon einer. Der hat mir hier meinen Protektron weggenommen. Aber die Stimmung ist gerade ganz cool, oder? So, die Lichtstimmung mit dem Nebel und... Ah, ist schon ganz nett. Ist schon ganz nett. Wir lieben Fallout. Gut, den bekomme ich... Nee, selbst den bekomme ich nicht mehr richtig hin. Den verfluchten Augenbot. Was soll denn das? Was soll denn das? Ist schon ein bisschen herb, ne? Aber passiert halt. Boah, da schießen wir uns ja dumm und dämlich. Wir brauchen neue Waffen. Wir müssen uns alles freispielen. Das gehört dazu. Nee, dann glaube ich, dann sollte ich die nicht wegsnipern, ne? Das wird ja 100 Jahre dauern. Dann noch eher mit dem Zapfenstreich, ne? Hallo? Boom! Oh Gott! Das sind ja unbändigbare Gegner dann geworden jetzt, so. Dankeschön. Oh, ihr explodiert, ne? Glaube ich. Das ist gut möglich. Weiter, weiter, weiter. Flitze, mein Freund. Flitze, Feuerstein. Yay! Ein Glück werdet ihr kaum böse. Doch, der wurde gerade rot, ne? Kann das sein, dass sie doch irgendwann böse werden? Ich meine, der wurde gerade zum Ende. Wurde der rot? Von seinem Energiebalken her. Oh, hallo? Na, werdet ihr böse mit der Zeit? Oh oh. Ja, ja, ja! Aber, naja, so wirklich auf mich geschossen hat er auch gerade nicht. Danke, danke, danke. Verzieh dich, du Verbrannter! Wir haben Besseres zu tun. Wir müssen Roboter töten. Irgendwelche Roboter. Keine Laternen. Das sah gerade so peripher nach einem Roboter aus. Und da ist unser nächster Aggressoton. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hätte vorher die Atombombe abschießen sollen, ne? Das wird jetzt noch schwieriger. Oh mein Gott. Fällt mir gerade so ein. Mann, Mann, Mann. Ja. Und dann gibt es da noch so eine Sache, und zwar, ich habe das schon bei jemand anderes gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Person irgendwie auf dem PTS oder so gespielt hat. Jedenfalls hat die schon hier oben legendäre Skills gehabt und die habe ich ja noch nicht. Ich habe so eine kleine Befürchtung, falls diese Person nicht auf dem PTS gespielt hat und das eigentlich schon ein offizielles Feature ist, dann könnte das im Zusammenhang mit meiner Loadout-Mod stehen, denn lustigerweise, obwohl das Spiel krass geupdatet worden ist, musste ich keine weitere Zusatzmod installieren. Und normalerweise muss ich eigentlich selbst bei den kleinsten Versionsunterschieden meine Zusatzmod zur Perk-Loadout-Mod neu installieren. Oh oh, oh oh! Aber wir haben es ja gleich geschafft. Kann ja sein, dass die legendären Skills, wenn man die denn hat, und dann dementsprechend auf sein Bild ausgelegt hat, dass sie dann den kleinen, aber feinen Unterschied machen und man nicht mehr so krass arm dran ist mit seinen normalen Waffen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, wenn wir auch die legendären Skills haben. Hallo! 9! Hi, ja, ja! Und da ist er, der Letzte. Flupp! Dankeschön! Klasse, 1000 Score-Punkte. Und wir haben eine Belohnung freigeschaltet. Was haben wir denn mittlerweile alles? Ich kann nichts aufheben, was uns irgendwie im Stash liegen würde. Das geht nicht. Rüstungsass. Das ist ein Spielerbild, ne? Gesundheitskit-Paket. Jopp. Militär-Truhen-Lagerkiste. Ja, ich glaube wirklich, das ist... Ich glaube, das ist eine neue Stashbox. Vermute ich jetzt mal. Oh, die Handelbank. Nice.
Darauf habe ich mich am meisten gefreut bisher. Das wird ganz cool. Okay, dann können wir hier abhauen. Keine Roboter mehr. Erreiche eine höhere Stufe. Das machen wir nebenbei. Beanspruche eine Werkstatt. Ja, das ist ja hier gleich um die Ecke möglich, ne? Big Town verlassen. Ich glaube, das wird ihn hier nicht stören, ne? Jedi 83. Das wollen wir doch mal sehen, mit wem hier die Macht ist. Schauen wir doch mal vorbei. Du bist überladen. Uncool. Sehr uncool. Sind wir jetzt immer noch überladen? Nein. Wir können jetzt hier hin. Und dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir noch auf Cranberry-Soße sind. Vorsichtig. Da sind üble Tiere da vorne. Wir müssen, ja, wir müssen Cranberry-Soße zu uns nehmen. Zack. Mal gucken, ob ich die wenigstens noch wegsnipern kann. Nein. Oh Gott. Powerrüstung, Powerrüstung, Powerrüstung. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh oh. Da brauche ich einen Schluck Kaffee. Und jetzt direkt aus dem Hinterhalt. Stirb! Stirb! Los, komm runter, gute Idee. Yeah! Geht doch, Mann, geht doch. Wo liegt dein Haufen? Das passiert mir so oft, dass die Überreste von der Brandbestie dann einfach verschwinden, wenn ich eine Energiewaffe benutze. Sind das hier nicht die Überreste? Nee, ne? Das liegt ja überall. Ah, da sind sie, sehr schön. Ich nehme das Hirn mit. Das Hirn und, naja, den Flammenwerfer zum Zerlegen. Alles andere ist mir egal. Wo sind die üblen Insekten? Na? Sind offensichtlich weg. Jupp. Ne, da ist er. Ey, das ist so... What the heck? Das ist krass. Dann können wir nicht mehr so richtig snipern. Wenn das hier so weitergeht. Oh oh, oh oh. Da müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Ein bisschen kräftiger müssen wir dann vorgehen. Hallo? Ja, schön da unten bleiben. Schön da unten bleiben. Na, Ego-Perspektive bitte. Will er gerade nicht. Wollte er wirklich nicht. Aber das, dann kann man echt so gut wie gar nicht aus dem Sprung schießen. Also in der Ego-Perspektive so im Sprung zu schießen, ist nahezu unmöglich. Aber na gut, daran werden wir uns schon gewöhnen. Und ein Tesla-Gewehr. Yay, zum Zerlegen. Und die Fallensteller-Rüstung. Hier sollte gleich um die Ecke eine Zerlegebank sein. Fleisch nehme ich mal mit. Könnte man noch braten und dann verkaufen. Zum Zerlegen brauche ich hier aus meiner Rüstung nicht raus. Okay, einmal zerlegen bitte. Kennen wir schon. Brauchen wir. Schrott zerlegen. Und die ganzen Waffen. Flupp. Yay! Freigeschaltet, Aufladelauf. Damit könnten wir Blitzi ausstatten. Aber auch nur, wenn es Sinn macht. Mal gucken. Flammenwerfer und Kampfgewehr zerlegen. Noch irgendwas? Ach ja, stimmt. Die Fallenstellerrüstung. Und das Ding brauchen wir ja dann gar nicht. Wenn sich unser Raider-Punk dann immer automatisch komplett gleich auszieht, wenn er das Ding anhat. Weg damit! Okay. Danke. Wir können weiter. Wir wollen darüber. Wir wollen eine Werkstatt übernehmen. Nicht aus irgendwelchen Nutzen oder so, sondern einfach nur für die Score-Punkte. Toi, toi, toi. Nicht, dass uns hier einer in die Quere kommen will. Oh, da hinten ist was. Was Kleines. Was Kleines, aber Grünes. Wir müssen nicht zufällig irgendwelche leuchtenden Gegner heute killen. Ich sehe hier nichts. Okay. Alles cool. So weit, so gut.
vielleicht ein kleines Foto schießen? Hier so eine Hocke. Mit unserer dicken Knarre. Mit einem hellen Hintergrund. Ja, so kann man es machen. Ist in Ordnung. Mal ohne Gesicht. Finde ich gut. Finde ich nicht schlecht. Ja, oh, dann zielt er direkt ins Bild quasi. So mehr oder weniger. Na, so genau. So bitte. Klar, Sir. Ist ja gleich geschafft. Wir können ja gleich weiter. Diese Score-Punkte scheinen leicht verdient zu sein. Okay, wir haben's. Yay, Score-Punkte. Klasse. Und weiter im Text. Was machen wir als nächstes? Wieder die Stufe? Oder noch 4 Events abschließen? Oder noch mehr Stufen dazu bekommen? Und noch 4 Werkstätten beanspruchen? Naja, dann machen wir das im Wechsel, würde ich sagen. Wir fangen mit dem Event an. Und zwar mit dem Event. Wolfhorde. Oh ja, können wir wirklich machen. Oder? Oh nee, verteidige Sunshine Meadows Gewerbefarm. Finde ich interessanter. Ja, so. Zack. Reisemodus. Cool, schon wieder was dazu bekommen. Freut mich. Hier rüber wollen wir. Zur Sunshine Meadows Gewerbefarm. Flupp. Oh, die Schnellreise hat heute ausnahmslos funktioniert. Finde ich gut. Vielleicht haben sie ja den Schnellreise-Bug offiziell hiermit behoben. Toi, toi, toi. Ich kreuze gerade die Finger. Ich hoffe ja auch. Und jetzt drücke ich gerade die Daumen. Yay! Level up. 151. Klasse. Haben wir ein Kartenpaket bekommen oder so? Ich hoffe nicht. Nee, alles cool. Alles cool. Und nun, besiege Verbrannte. Welle 1. Okay. Bist du auch mit dabei? Wir sollten zusammenarbeiten. Das könnte schwieriger werden, als wir uns gerade denken können. Die haben die Waffen genervt. Oh, da ist was. Ich glaube, eine Wackelpuppe. Na, wo ist das Geräusch? Ereignis abgeschlossen. Yay! Das ging ja, naja, doch ein bisschen einfacher als erwartet. Wir können direkt weiter. Das nächste wäre jetzt... Oh, legendäre Gegner töten. Da müssen wir auf jeden Fall die Horden spielen. Da ist immer einer mit dabei. Mindestens einer. Ich glaube, wir sind diesmal direkt richtig. Hallo, ihr Hunde. Wo ist euer Anführer? Bringt mich zu eurem Anführer, hä? Hm, oh oh. Die sind ja hart, Mann. Die sind ja richtig hart. Ich glaube, das ist Futter für den Zapfenstreich. Und euer Wolfsfleisch könnt ihr natürlich behalten. Wo sind sie? Na? Wo ist euer Anführer? Da vorne, ne? Da kreucht und fleucht es noch. Sieht gut aus. Bist du der Anführer? Oh, wir sind so überladen. Kurz ein paar AP-Punkte sammeln. Wow. Es tut mir so leid, Mann. Wie, da war jetzt kein Legendärer dabei? Oder habe ich den übersehen? Hm. Hm. Mysteriös.
Doch, ich glaube schon, ne? Warte mal, ich check das mal kurz in der Aufnahme. Nope, da war definitiv kein legendärer Gegner mit dabei. Vielleicht bei der nächsten Horde dann. So, was machen wir als nächstes? Ist hier zufällig eine Werkstatt in der Nähe? Nicht wirklich. Wir müssen so oder so einfach ein bisschen weiterreisen. Verteidige Bergwerksausstellung in Beckley. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Die Schnellreise, die können wir uns auch noch bezahlen. Haben sie ja vielleicht die Preise auch noch erhöht für die Schnellreise? Das wäre ja fies. Wow, und es geht gleich schon wieder richtig fitzer los hier. Lass mich in Ruhe! Lass mich gehen! Ich bin noch gar nicht im Schrotflinten-Loadout. Wie unfair von euch! Wow, wie viele! Stopp, Baum! Baum, Baum, Baum! Boah! Aua. Aua, aua, aua. Na, haben wir euch alle? Kann ich alles gut gebrauchen? Also zumindest eure Schrotpatronen. Oh, würde ich mich freuen, wenn ich eine anstachelnde, doppelläufige Schrotflinte finden würde. Oh, das wäre so cool. Wirklich. Die würde ich sofort eintauschen gegen den Zapfenstreich. Nichts gegen dich, Zapfenstreich, ne? Aber die Powerpolenta, also eine doppelläufige Kraftschrotflinte, ist mir schon immer lieber gewesen als eine Pumpgun. Aber in Ordnung. Aber in Ordnung. Ach ja, wir müssen ja auch noch Caps collecten. Kohle verdienen. Mhm. Na? Wo sind hier bitte die nächsten? Wo sind sie? Die miesen Grubenhauer. Hier muss doch irgendwo einer rumhängen. Ja, wenigstens können wir noch Gule wegsnipern. Zumindest etwas. Hallo? Der muss sich hier irgendwo verkantet haben. Das habe ich auch hin und wieder bei Division. Komisch. Hey, komm raus, Mann. Es ist vorbei. Da drinnen, alles klar. Na? Ach, draußen, okay. Na, dann eben hier rum. Muppi Fluppi. Hä? What the heck? Nein. Ist er im... Ja, er ist im Haus. Also er steckt im Haus. Okay. Alles cool, Mann. Das wäre damit auch getan und auch geschafft. Vielleicht können wir doch die Werkstatt übernehmen. Und ach ja, vielleicht sollten wir auch mal wieder den Gruppen beitreten für Zusatz-EP. Dann können wir auch... Ja, machen wir gleich. Eine Sekunde bitte. Wir übernehmen jetzt erstmal hier schön die Werkstatt noch. Da sind wir auch hiermit fertig. Das ist von dem gleichen Typen wie bei der anderen Werkstatt hier. Der hatte die auch übernommen gehabt. Hier bei Bocktown, genau, Bock. Bocktown kenne ich nicht. Ich kenne Bockbier. Aber Bocktown kenne ich nicht. Und ich glaube, hier wird jetzt keiner kommen. Deswegen können wir uns hier die Zeit nehmen und die Charisma-Karten tauschen. Und zwar gegen Gruppen-Charisma-Karten. Wir haben da 4 Punkte. Was nehmen wir? Nein, Flammenwaffen. Nein, nein, nein. Nein. Genau, positive Mutationseffekte sind plus 25% stärker, wenn Teammitglieder ebenfalls mutiert sind. Ja, würde ich mal sagen, ist in Ordnung. 5% mehr EP. Stopp, warte mal, dann nehmen wir natürlich die Dreierkarte. What the heck? Die Dreierkarte und das wäre es dann auch soweit. Abspeichern auf der 1. Wir sind im Schrotflinten-Modus, ne? Ja. Alles cool, alles cool. Das Ganze natürlich auch im Sniper-Loadout. Flup, flup und flup. Speichern auf 2. Im Autogewehr-Modus genauso bitte. Flup und rein damit. Klasse. 3. Schwaffenbuff-Modus genauso. Na, ihr erkennt das Muster. Ich auch. So, auf die 4 und auch im Nahkampf-Loadout. Flup, flup. Nein, hier. Die hier bitte. Und die hier bitte.
speichern. Und bei den anderen Sachen, naja, da ist es jetzt auch gerade nicht so wichtig, ne? Nee, bei 7 ist es sowieso egal. Bei 8 sind wir im Camp, das ist richtig. Bei 6 eigentlich auch. Klasse, dann ist alles. Ja, ist in Ordnung. Wobei hier, die Karte liegt natürlich dann unnütz im Öffnen und Farmen Loadout. Da könnte man auch irgendwas reinmachen mit Tieren. Na, wir hatten doch noch so eine Karte mit so einem Skorpion, ne? Oder haben wir den gerade nicht? Ich glaube, oh ja, stimmt. Die musste ich mir ja noch dazu holen. Ich habe ja irgendwann mal vor mir so ein Camp-Tier anzulächeln. Und ich glaube, da brauche ich die Karte auch noch. Wir haben 2 Skillpunkte. Nee, ich glaube, da brauchten wir 3. Aber ich guck mal ganz kurz. Skill wählen. Flup. Charisma. Mit C. C. Ist irgendwo so ein Skorpion oder sowas. Ja, genau das Ding meine ich. Ziele mit deiner Waffe auf eine Ödland-Kreatur mit einer niedrigen Stufe und erhalte eine Chance von 25%, es zu beruhigen. Ja. Und das andere war... Ist das mit dem Hasen jetzt auch hier zum Vorlesen? Ja, ziele mit deiner Waffe auf ein Tier mit einer niedrigen Stufe und erhalte eine Chance von 25%, es zu beruhigen. Nee, ich bin immer noch der Meinung, das eine bezieht sich halt auf Kreaturen, also weiß ich nicht, Todeskrallen zum Beispiel, jetzt nochmal so als Beispiel. Und das andere sind halt die normalen friedlichen Tiere, wie zum Beispiel eine Katze. Naja, wir werden es irgendwann rausfinden. Alles ist umgestellt, wir betreten wieder eine Gruppe. Wie war denn das? So lange nicht mehr gemacht. Öffentliche Teams bitte, öffentliche Teams. Was ist das hier? Zwanglos? Nein. Ich würde gerne Events buffen. Und das machen wir jetzt auch. Klasse. So, was machen wir als nächstes? Events abschließen oder eine Werkstatt? Ach komm, wir machen die Events gleich fertig. Was haben wir hier? Fliegenklatsche. Oh, Fliegenklatsche. Sagt mir gerade gar nichts. Könnte ein gutes Zeichen sein.